Es gibt inzwischen wirklich reichlich seltene Pokémon zu fangen. Und ihr wisst, meine Orden werden da besonders groß. Sei es, dass es einfach um allgemein Shinies geht oder Event-Pokémon oder auch Monster mit seltenen OTs oder Attacken. Eine Rubrik interessiert mich aber jetzt schon etwas länger. Low-Level-Pokémon. Bestes Beispiel dafür sind Dialga, Palkia und Giratina, die man in Gen 4 mit Level 1 fangen kann. Das habe ich im Projekt Origindex gemacht, seht ihr hier, ist eine der coolsten Sachen, die man in Gen 4 machen kann. Oder aber auch ein Paradebeispiel, das Gyarados auf Level 1 in Gen 5. Auch hier, ey, mir ist einer abgegangen, als ich das gefangen habe. Eins! What? Ich dachte gerade, ich sehe eine 10 oder eine 11. Eins! Ich finde es einfach sowas von faszinierend, dass es so extrem starke Pokémon auf so einem niedrigen Level gibt. Und Gen 7 hat da eben auch was in petto für uns, und zwar Brutalanda, einen Drachen, den man auf Level 9 fangen kann. Einstellige Levelzahl. Der Drache Draschel entwickelt sich eigentlich erst auf Level 50 zu Brutalanda. Aber hier in Alola auf Route 3 können wir es finden, aber nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Ich habe den kompletten Prozess für Brutalanda live auf Twitch gestreamt und ihr könnt wie immer alles auf meinem Archivkanal nachschauen. Es hat insgesamt um die 10 Stunden gedauert und ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Leah's Mind. In Gen 7 gibt es die SOS-Methode, die Shiny Huntern sehr bekannt ist, denn diese Methode erhöht die Wahrscheinlichkeit auf Shinies extrem. So gut wie alle wilden Pokémon können im Kampf nach Hilfe schreien. Ist der Schrei erfolgreich, so kommt ihnen ein Pokémon zur Hilfe. Die werden dann Quereinsteiger genannt. Und auf einmal stehen zwei Pokémon vor euch. Meistens kommt dieselbe Spezies zur Hilfe. In manchen Fällen aber auch der Rivale des Pokémon. Wenn man zum Beispiel einen Gastella in Usum will, dann muss man warten, bis Corazon nach Hilfe schreit. Blöd nur, dass Gastella einen fetten Hass auf Corazons haben. In dem Fall bekämpft dann das gerufene Mon das andere. Das ist ein sehr cooles Detail. Gastella setzt Biss ein. Oh, Gastella beißt in die Koralle. Im Falle von Kindwurm können nicht nur andere Kindwürmer zur Hilfe eilen, sondern auch Brutalanda. Und auf Route 3 eben encountern wir Level 9 bis Level 12 Kindwurm und die Pokémon, die zur Hilfe eilen, haben die gleiche Level-Range und so kann eben das Level 9 Brutalanda erscheinen. Doch es gibt so viele Faktoren, die wir jetzt beachten müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pokémon um Hilfe schreit, erhöht sich extrem, wenn das Pokémon weniger als 50% KP hat, also im gelben Bereich ist. In Ultrasonne und Ultramond haben sie es geändert, dass ein Pokémon nur einmal um Hilfe schreien kann. Aber dafür gibt es Zitterorbs. Die kann man sich ganz normal kaufen und wenn man einen Zitterorb im Kampf einsetzt, kann ein Pokémon unendlich lang und mit erhöhter Wahrscheinlichkeit um Hilfe schreien. Die Chance, dass ein Pokémon um Hilfe schreit, ist bei jedem Pokémon anders. Es gibt verschiedene Rubriken, die ihr hier seht. Und Kindwurm ist zum Glück in der zweithäufigsten Rubrik. Also Kindwürmer rufen relativ oft, ziemlich oft sogar nach Hilfe. Die letzte kleine Information ist noch, dass wenn ein Pokémon vergiftet oder paralysiert ist, es nicht mehr um Hilfe schreit. Das war für mich tatsächlich eine wichtige Information. Okay, das sind die allgemeinen Informationen zu Quereinsteigern und jetzt schauen wir uns das genauer mit Kindwurm an. Das erste Problem ist, dass Kindwurm nur zu 1% auf Route 3 auftaucht. Und oh boy, nimmt Gen 7 seine Encounterraten ernst. Also ich habe ja schon wirklich viele 1% Mons gesucht, in Gen 1 bis 3 war das auch hart, aber nicht so hart wie in Gen 7. Da ist es wirklich so, dass du einfach 100 Mankeys und Habitats sehen musst, bevor du überhaupt mal erwarten kannst, dass ein Kindwurm, das an 1% Mon erscheint. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber mir in meinem Chat ging es allen auch so. Gen 7 ist berüchtigt dafür, dass 1% Mons nicht auftauchen. Ich habe manchmal 1 bis 2 Stunden am Stück nach Kindwurm im Gras suchen müssen. Das hat den ganzen Prozess so aufwendig gemacht. Da es so schwer ist, ein Kindwurm überhaupt erstmal zu finden, ist es wichtig, dann für immer in diesem Kampf zu bleiben. Damit Kindwurm einfach auf ewig nach Hilfe ruft, bis Brutalanda dann endlich kommt. Denn Brutalanda erscheint nur zu einer Wahrscheinlichkeit von 1%. Und wenn ihr das Level 9 wollt, dann müsst ihr auch noch zusätzlich hoffen, dass es nicht Level 10 bis 12 ist. Also hoffen wir nicht nur auf 1% Brutalanda, sondern auf 1 zu 400, dass ein Level 9 Brutalanda kommt. Zum Vergleich, sobald 30 Kindwurm gerufen wurden und ihr wieder K.O. geschlagen habt, also eine Serie von 30 habt, ist die Shiny-Chance auf ein Pokémon, das erscheint, 1 zu 300.
Also es ist leichter, ein Shiny zu finden, als ein Level 9 Brutalander. Ohne Schillerpin übrigens, nicht mit Schillerpin. Man braucht keinen Schillerpin für die 1 zu 300. Es ist also wirklich in eurem Interesse, dass ihr den Kampf mit Kindwurm nicht verlasst. Und wie machen wir das? Als erstes müsst ihr das Kindwurm in den gelben Bereich bringen. Ich hatte dafür ein Parasect mit Trugschlag, kann ich im Nachhinein aber nicht empfehlen, da mein Parasect Sporenwirt hatte, was Kindwurm bei Kontakt vergiften oder paralysieren kann. Und wie ihr wisst, bei Gift und Paralyse kann es gar nicht Hilfe rufen und bei Gift stirbt es auch noch zusätzlich. Und Leute, das ist mir viel zu oft passiert. Rufer, sie macht Zitterhorb, ruf! Achso, das geht ja nicht. Wir haben gelernt, das geht nicht. Wenn ein Pokémon einen Status-Effekt hat, kann es keine anderen Pokémon rufen. Warum kann ich auf den keinen Paraheiler drauf, keinen Hyperheiler draufschmeißen? Oh, ist das scheiße. Also nehmt irgendein Mon, das das Kindwurm sicher in den gelben Bereich bringt. Dann setzt ein Zitterorb ein, damit es unaufhörlich nach Hilfe schreit. Immer wenn dann ein neues Kindwurm auf dem Feld steht, schlagt ihr das neue sofort K.O. Habt also starke Attacken dabei, die mit einem Schlag killen. Und dann kommen wir zum größten Problem, AP. Habt auf jeden Fall Yonagobeeren, Äther und Elixiere dabei, damit ihr eure eigenen AP auffüllen könnt. Und geht auch sicher, dass ihr viele Attacken mit viel AP dabei habt, die sofort killen und die keine Flächenattacke sind. Ihr wollt immer nur ein Kindwurm K.O. hauen, nicht beide natürlich. Aber das wahre Problem ist Kindwurms AP. Ein Kindwurm auf Level 9 hat 75 AP und ab Level 10 sogar 95 AP. Also es sind viele Runden, die Kindwurm überleben kann, bevor es Verzweifler einsetzt. Aber wahrscheinlich nicht genug für Brutalander. Ihr könnt jetzt natürlich die reiche Ernte-Taktik anwenden mit zum Beispiel Tromborg und dafür sorgen, dass ihr dem Pokémon quasi immer wieder eine AP-Heil-Item gebt, sodass es die AP wieder heilt. Aber das ist tatsächlich eine exklusive, versteckte Fähigkeit. Also eine reiche Ernte-Fähigkeit zu bekommen ist jetzt nicht unbedingt das Einfachste. Und die Leute, die reiche Ernte haben, ihr kennt die Methode. Über die rede ich jetzt nicht, denn ich finde der andere Weg, mein Weg ist viel einfacher. Ich habe nämlich das Kindwurm einfach immer wieder gewechselt. Ich kann einfach warten, bis ich das Gefühl habe, dass das Kindwurm zu wenig AP hat und dann bringe ich einfach das alte Kindwurm um und das neu gerufene steht da mit vollen AP. Ich habe das immer dann gemacht, wenn mein Mon selber keine AP mehr hatte, daran konnte ich gut abschätzen, wie viele Runden vergangen sind. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich mit einem Knuddeluff kämpfe. Und das ist eine super interessante Sache, finde ich. Und zwar wegen meiner Lieblingsfähigkeit Schambolzen. Nicht nur sorgt das dafür, dass Kindwurm sich verliebt und manchmal nicht angreift, das spart nochmal extra AP, es sorgt eben auch dafür, dass ich ein Brutalander mit bestimmtem Geschlecht bekomme. Es war mir jetzt nicht super wichtig, ich nehme auch ein weibliches Brutalander, weil es nicht Teil von meinem Origin Dex ist, aber wenn ich es schon machen kann mit Schambolzen, warum nicht auch einfach machen? Schambolzen funktioniert aber anders in Quereinsteigerkämpfen. Wie gesagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 66,7% erscheint das gegenteilige Geschlecht vom Schambolzenmon. Mein Knuddeluff ist weiblich, also erscheint eher ein männliches Einsteigermon. Aber das Mon mit Schambolzen muss im Kampf sein, wenn der Quereinsteiger zu Hilfe gerufen wird. Und das Geschlecht aber orientiert sich dann an dem Pokémon, das an erster Stelle im Team steht. Nicht unbedingt das, was im Kampf ist. Also ich hatte ein Knuddeluff, ein weibliches Knuddeluff, an erster Stelle im Team und im Kampf, somit hat Schambolzen gewirkt und das Geschlecht von Knuddeluff. Ihr könnt jetzt aber sagen, ich habe Schambolzen, aber mir ist das Geschlecht von dem Schambolzenmon, stimmt das Geschlecht nicht, also nehme ich ein anderes Pokémon mit dem richtigen Geschlecht an erster Stelle, aber Knuddeluff mit Schambolzen ist im Team. Funktioniert ein bisschen anders und ich glaube auch, das ist ein Bug, weil es macht nicht wirklich Sinn, egal. Es funktioniert also ein bisschen anders, passt darauf auf, wenn ihr auch aufs Geschlecht achten wollt. Okay, das sollten all die Faktoren sein, die ihr beachten müsst. Ihr wollt nicht nochmal ein Kindwurm rufen. Ihr braucht jetzt trotzdem noch zwei Sachen, die sehr wichtig sind. Geduld natürlich und Konzentration. Ihr glaubt nicht, wie oft, ich streame das auch und rede mit Leuten, aber ich bin ein bisschen mehr abgelenkt vielleicht, aber ihr glaubt nicht, wie oft mir die dümmsten Fehler passiert sind. Ich habe gerade auf Flüchten gedrückt. Oh Gott, ich habe mich verklickt. Ich bin runtergegangen auf Beutel und es ist noch eins runtergegangen. Ich habe das eine Kindwurm auf dem Feld einfach auch K.O. geschlagen. An Pokémon, die du fangen kannst, die unterlevelt sind. Was habe ich getan? Schau, ich darf mit euch nicht reden. Ich muss mich so konzentrieren. Halt. Ah, fuck.
Oder ich bin auf meinen Powerknopf gekommen aus Versehen, was das Spiel beendet. Wisst ihr, was passiert, wenn man auf die fucking Power-Taste drückt? Also man kann zurück ins Home-Menü, steht da, zurück zum Home-Menü, aber das Spiel schließt sich automatisch, wenn man auch nur ansatzweise ein Millimeter tief oder ein Mikrometer tief diese Power-Taste herabdrückt. Und schon ist fucking Ultramond geschlossen und alles war umsonst. Was ist das für ein Quatsch gewesen mit dem neuesten DS-Modell, das ich habe? Ist es immer noch nicht geändert worden? Also konzentriert euch. Nochmal kurz zusammengefasst, sucht das 1% Kindwurm auf Route 3, südlicher Teil übrigens, im nördlichen Teil kommt es nicht, setzt dann im Kampf den Zitterorb ein, bringt das Kindwurm in den gelben Bereich, wenn ein Quereinsteiger erscheint, schlagt ihn K.O., wenn nicht, dann setzt einfach nochmal einen Zitterorb ein, ihr verbraucht ihn nicht, aber es zählt als Runde, und dann heilt euch zwischendurch die KP, die AP und wechselt das Kindwurm immer mal wieder aus, damit es nicht Verzweifel einsetzt. Und dann heißt es warten. Ich habe die Kindwurm, die gerufen wurden, sogar mitgezählt. Und nach 89 gerufenen Quereinsteigern ist das hier passiert. Dann auf einmal im Film, Anime, irgendwo hat sich einer... Ich meine, es ist männlich, aber du bist... nicht gut genug. Not good enough. Not good enough! Übrigens, lasst Brutalanda dann nicht auf dem Feld, wenn ihr auch das Brutalanda nicht wollt. Killt es, denn Brutalanda selber kann keine Kindwürmer oder Brutalandas rufen. Es muss Kindwurm auf dem Feld sein. Ich habe dann den Zähler wieder auf 0 gesetzt, weil wir haben ja einen Brutalanda gefunden. Es war noch nicht das Richtige. Also Zähler wieder auf 0 und weitersuchen und Fehler machen und wieder 1% Kindwurm suchen und oh mein Gott. Aber dann bei 149 gesehenen Quereinsteigern passierte das hier. Brutalanda! 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 Not good enough! Not good enough! Schade, schade. Wieder auf 0 zurücksetzen und wieder weiter zählen und Geduld haben. Und dann bei 88, mein Geburtsjahr, kam das hier. Ich habe gerade Musik gemacht. Nummer 88. Sag mir gerade, warum schreit ihr? Was sagt ihr? Was ist los? Ah! Oh mein Gott, 88, mein Geburtsdatum. Und es ist männlich, es ist perfekt. Knuddelhof hat den richtigen Job getan. Vorsichtig, nicht das Falsche irgendwie auswählen. Dieses Kindwurm verreckt jetzt. Brutalanda kann nichts Neues rufen. Plus 50k. Schau, Farsky hat 50k plus gemacht. Haben so viele gesagt, nach 100? Oh! Das ist auch ein geiler Anblick, oder? Das muss man erstmal schaffen. Was, allein das hier, dieser Anblick, ist es wert, das gemacht zu haben. Weil, mach das mal. Es passiert wirklich schnell, dass Kindwurm immer wieder kommen und manchmal nicht. Und ich habe halt gerade neue Musik gemacht und habe halt gerade gesucht und sowas. Und es stand wirklich, ihr habt es gesehen, es stand so lang vor mir. Und mein Chat war so, lol, lol, was ist hier los? Ja, GG, GG. Und ich einfach komplett nicht am Hingucken. Und dann sehe ich's. Denk so, nice, Brutalanda, aber wir kennen es ja, muss ja nicht das Richtige sein. Ich guck hoch und ah. Es hätte ein bisschen schneller gehen können. Es war jetzt nicht super ewig, wenn wir das zusammenzählen. 89, 149 plus 88, was ist das? Wir blenden es hier ein. So viele Kindwürmer habe ich insgesamt verscheucht oder K.O. geschlagen und die haben dann ihre Mama gerufen, beziehungsweise Papa. Und bei mir wurde es zum Glück Papa. Ich möchte das auf Schambolzen schieben. Ich meine, ob 50% oder 67% ist jetzt nicht so ein riesiger Unterschied. Aber es macht, ne? Ich glaube, es liegt an Schambolzen.
Und da ist es, das schwächste Brutalander, das man fangen kann. Es ist auch, würde ich sagen, eins der seltensten natürlich, weil Level 9, ihr habt es gesehen. Jetzt noch ganz kurz, ich merke euch schon in die Kommentare was anderes reinschreiben. Es gibt noch ein weiteres Low-Level-Pokémon in Gen 7 und das ist Dragoran. Und das loweste Level, das Dragoran sein kann, ist Level 10. Man kann nämlich auf dem beschwerlichen Pfad Dratini angeln. Also hier schon mal angeln ist nicht gleich Encounter, das ist schon mal nerviger, überhaupt Dratini zu finden. Diese Dratini können dann ein Dragoran zu 1% rufen. Und diese Dragoran bzw. Dratinis haben eben eine Levelspanne von Level 10 bis Level 61. Das ist was anderes als 4 Level. Also wenn man dann in einem Dratini-Kampf ist und das die ganze Zeit durchzieht, ist die Chance, dass ein Dragoran erscheint, 1 zu 5100. Nicht 1 zu 400 wie bei Brutalander, 1 zu 5100. Und ehrlich gesagt, so viel Spaß hat es auch nicht gemacht, dass ich das jetzt nochmal machen würde. Und ich mag Brutalander auch mehr. Dragoran ist nicht eins meiner Favorite Pokémon. Deswegen werde ich diese Hand wahrscheinlich nicht so schnell machen. Aber irgendwann vielleicht. Auch hier, sagt mir in den Kommentaren, habt ihr es gemacht? Habt ihr vor, es zu machen? Da kenne ich niemanden, der ein Level 10 Dragoran hat. Alle Low-Level-Pokémon, die es bisher gibt in all den Gens, könnt ihr übrigens hier in dieser Liste sehen. Die meisten finde ich persönlich recht langweilig, aber ich lasse sie euch natürlich in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Am Ende fettes Shoutout an meine Patrons. Wenn ihr auch Patron sein wollt, geht auf den Link, schaut es euch mal an. Ich lade da exklusive Videos hoch, Making-ofs von diesen Videos, persönliche Geschichten, wie ich mit Twitch angefangen habe letztens zum Beispiel. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Patron mal auscheckt. Aber deswegen, vielen Dank vor allem, Shoutout an Let's Play Nick, 80er Fanboy, Tom, Kühner, Redface, Teasy, Butters, Jonas, Devilbee, J-Gamer, Robin, Superphil, Mika, Shrick, Majora, Menemon, Azrael, Mariko, Itako, Danuva, Froschemalsch, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco Brian, Hamke, der Fast Guy, Eva, Delprani und Henriette. Vielen Dank euch für die Unterstützung. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis bald. Ciao, ciao.